Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite Roleplay. Wir sind heute wieder in der Stadt unterwegs und ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Es ist so langweilig. Hey, wer ruft mich denn jetzt an? Ja, hallo? Wer ist denn da? Hey, Bro, ich bin's, Mann. Was geht? Was geht? Wer? Dein Bro, dein Fleisch schon Blut. Ach so. Ach, Hamudi, Alter, was geht? Nicht viel. Ey, du musst dich heute von mir fernhalten. Warum? Ich habe einen neuen Job. Ich will nicht, dass du in meiner Nähe bist, okay? Hey, warte, warte. Du hast einen Job? Ich bin beim Jobcenter. Wir haben gesagt, eine Woche machen wir nichts. Wir wollten Nein, arbeitslos Lamborghini spielen. Lamborghini hat mich angerufen, Bruder. Was? Lamborghini, Digga. Lamborghini hat ihn angerufen. Ja, hier gibt's teure Autos. Du meinst Lamborghini, oder? Lamborghini, Mann, du hast ja gar keine Ahnung davon. Du sollst dich einfach fernhalten, okay? Schaffst du das einen Tag, mich in Ruhe lassen? Ja, ja, okay. Du arbeitest bei Lamborghini und ich soll dich in Ruhe lassen. Alles klar, ich danke dir. Ich küsse dein Herz. Ciao, Bro. Tschüss. Ey, warte mal, hat der jetzt wirklich einen Job? Lass mal auf die Karte gucken. Da steht doch Lamborghini. Hä? Was labert der von Lamborghini? Dieser kleine 31er hat sich einfach einen Job geholt und hat mir nicht Bescheid gesagt. Jetzt bin ich der arbeitslose Vollversager. Wir waren beide vorher welche. Egal, Freunde, dem werden wir die Suppe schon versalzen. Ich habe eine richtig, richtig gute Idee. Ich sag euch, es wird richtig ekelhaft werden. Als erstes müssen wir dazu zum Waffenladen gehen. Ich glaube, der ist hier vorne. Ist das ein Superheldenauto? Vielleicht sollten wir das in der nächsten Folge klauen. Wir haben heute keine Zeit für dich. Stimmt, die Avengers werden ja hier hinziehen. Vielleicht ist das ein Auto von einem von denen. Keine Ahnung. Ich sag euch, das wird noch geisteskrank geil hier werden. Wenn ihr mitmachen wollt, schaut in die Videobeschreibung rein. Hier sind die Immobilien und hier ist der Waffenshop. Stimmt. Hallöchen, was geht? Hallo. Hey, bist du nicht Ninja? Nein, ich bin Ninjas Bruder. Ah, okay. Coole Nummer. Ja, ich möchte zwei Sachen kaufen. Und zweimal die Farbkanone hier und die Farbbombe. Ich nehme die einfach raus, okay? Ja. 200? Das ist ja richtig teuer. Ich habe fast kein Geld mehr. Ja, dann noch einen schönen Tag, ne? Gleichfalls. Hä? Ninja, sein Bruder arbeitet im Waffenladen. Was ist das denn? Das Gute ist, Freunde, jetzt, wo wir die Waffen am Start haben, können wir direkt zu Braxis fahren. Und ich bin sehr, sehr gespannt drauf, ob der wirklich Autos verkaufen kann. So, wir gehen jetzt hier oben ab nach Downtown. Kennt ihr das eigentlich schon? Das ist unser Luftstrom hier. Das ist so wie Busfahren ungefähr. Mögt ihr Busfahren? Ich mag's eigentlich nicht. Ey, da vorne ist es. Einfach ein Lamborghini-Autohaus. Und der verkauft die, oder was? Guckt euch diesen Schuppen an. Wow, wie groß ist das? Das ist wirklich für reiche, reiche Schnösel hier. Ey, da ist sogar Lachlan. Will der da ein Lambo kaufen? Guckt euch das mal an. Was steht da? Hallo. Kann ich Ihnen helfen bei Lamborghini? Lamborghini? Der hat doch Lamborghini völlig falsch geschrieben. Hä? Dings, wir haben jetzt hier nur Dings, nee, gehen Sie mal bitte, ja? Er ist ein Idiotenverkäufer. Ey, du da. Warte, warte, warte. Komm mal her. Der ist ein bisschen komisch, ja, oder? Bisschen. Der Verkäufer da. Ja, okay. Dann können Sie wieder gehen. Außer Sie wollen mir Geld schenken. Wollen Sie mir Geld schenken? Nee, bestimmt nicht. Das habe ich mir schon gedacht. Ey, was geht ab, Bruder? Was geht? Oh, Bro, ich habe gesagt, ich habe neuen Tanz eingeübt. Das ist mein Dance. Let it whip, let it dip. Und den musstest du mir jetzt zeigen, oder was? Mein Bruder hat seinen ersten Arbeitstag, da muss ich doch mal vorbeigucken. Ey, komm mal mit hier um die Ecke. Hallo, komm mal mit hier. Ja, okay. Was geht denn so ab bei dir hier? Du bist ja voll der Langeweiler geworden. Bro, du musst jetzt hier verschwinden. Gleich kommt der Boss, Mann. Ja, und? Ich will den kennenlernen. Ja, Wiener und führ mich doch mal ein bisschen rum und zeig mir doch, was du hier arbeitest. Ey, wie irrenlos. Oh, komm, wir haben noch ein bisschen Zeit. Komm mit. Was ist das denn hier? Das hier ist ein exklusiv Lamborghini Hoverboard. Das sieht teuer aus, oder? Lambo, ich glaube, das heißt... Ach, das heißt Lamborghini. Lamborghini Hoverboard. Wie heißt der das hier? Okay. Ja, okay. Das ist okay. Mehr als 3 Millionen wert. Das ist gerade exklusiv. Du, das kostet 250.000. Steht doch da. Achso, ja. Bist du blind auf beiden Augen, oder was? Ja, Dings. Willst du mich abziehen, oder was? Natürlich nicht. Komm mal mit hier drüben. Warte mal kurz. Ich habe Geld dabei und ich möchte was kaufen. Du bist doch ein armer Schlucker. Ja, ich habe aber ein bisschen Geld angespart. Mach mal die Augen zu, ich zeig dir, wie viel Geld ich habe. 3, 2, 1, guck hier, boom. Ey, glaub mir nicht mein Geld. Das war das letzte Geld, was ich hatte. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Hier haben wir, aufgepasst, ein exklusives Auto. Den hat Batman berührt. Wow, als ob. Ich bin Batman. Und deswegen berührt. Ist er schwarz geworden. Genau. Und der hat auch einige Kratzer. Der ist vom Batman, Lamborghini Batman. Der ist super fast, fährt 400 km/h die Stunde. Und ja, wen haben wir hier noch? Das Auto hier drüben. Ja, ja, ja. Das ist von? Das ist von dem Clown. Kennst du den Clown? Joker. Nein, richtig. Nein, nein, niemals. Richtig, nein, doch. Ich erzähle keine Lügenmärchen. Ich sag's dir ehrlich, Lamborghini Ehrenwort. Okay. Ganz ehrlich hier. Und der drüben, der kostet, das kostet der 600.000. Tschüss. Das ist aber der Beste der Besten. Also den, Das ist der Beste. Ja, das ist der Beste hier. Fass ihn nicht an, Mann. Ja, sorry, Mann. Hallo, hallo. Ja, okay. Ich wollte ihn mal kurz anfassen. Das ist von Iron Man. Tony Stark. Höchst persönlich, Bruder. Wow. Guck ihn nicht so lange an, weil dann aktiviert er sich. Oh Gott, ich mach schon Augen zu. Ja, cool. Aber du bist halt ein bisschen langweilig geworden. Ist das dein Büro? Ja, das ist mein Büro. Jetzt gucken, komm her. Ja, ich guck kurz. Oha, guck dich das an. Er hat nicht mal Klo. Ah, ich muss raus auf Klo gehen. Hier, guck mal hier, Bruder. Let's go. Und
Du hast keine Kunden. Sieht scheiße aus, ne? Alle sind arme Stocker hier. Sieht doof aus. Richtig, ja. Gut, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Mach dir eine schöne Zeit. Mach keinen Blödsinn. Und ich will nicht, dass du gefeuert wirst. Okay. Zeig. Aha, du kriegst keine Umarmung. Tschüss. Ey, Leute, als ob der da so klarkommt. Der hatte auf jede Frage eine Antwort, oder? Hat er gut gemacht? Das ist besorgniserregend. Warum ist der auf einmal so ein guter Bürger geworden? Wir werden den heute so trollen und verarschen. Ich will nicht unbedingt, dass er rausfliegt, aber wenn er rausfliegt, wäre das schon cool, weil dann können wir wieder zusammen abhängen. Ich will mal gerade was testen. Ui, oh, es klappt. Achtung, hier kommen Stinkbomben. Oh mein Gott, ich habe hier voll getroffen. Tschüss. Hä, der checkt das gar nicht, kann das sein? Oh mein Gott, ich habe ihn getroffen. Wer ist das hier? Ey, Bruder, ich habe das ganz genau gesehen. Was war das? Da hinten, der hat Farbbomben geschmissen. Aber ich habe ihn gestellt. Ich habe ihn verjagt. Bro. Ich kümmere mich drum. Alle weg hier. Das gehört mein Bruder hier. Verpisst euch. Alter, ich muss hier sauber machen. Warte, wollen wir weiter? Nimm das hier. Jetzt geht richtig Action. Kleiner, ich kann. Raus hier. Ich mach alles sauber. Hör auf, Mann. Lamborghini wird jetzt in Orange gefärbt. Ey, das Ding hier. Mach das sauber. Oh mein Gott, ich hab das Hoverboard getroffen. Geh weg. Bro, spinnst du, Alter? Ey, Bro, ich bin gleich fertig. Mach nur dein Büro noch ein bisschen sauber. Ey, mein Chef wird nicht kündigen. Geh raus jetzt. Ja, okay, ich gehe ja schon. Ey, so ein ehrenloser Bruder, ne? Ich wird der jetzt gefeuert. Oh mein Gott, wie das aussieht. Nein, der weint. Der Arme, der weint. Ey, Freunde, was meint ihr? Weint der wirklich? Oder ist das Fake? Wir warten jetzt einfach mal ein bisschen ab und gucken, was passieren wird. Oh nein, der macht alles sauber. Wieso? Der Chef wird gar nicht merken, dass es dreckig gewesen ist. Wir müssen Plan B machen, Freunde. Ja, wir machen Plan B. Haltet euch fest. Das wird jetzt richtig dreckig werden. Ey, Bruder, ich bin wieder. Nee, Mann, geh weg, ey, sei Alter, doch nicht so. Wirklich? Guck mal hier, ich hab was für dich. Bro, geh mal weg. Das ist der Fastwerfer, den ich benutzt habe, um alles dreckig zu machen. Du kannst ihn haben. Ich will jetzt wirklich ein Interessent sein. Hör zu. Ich habe mir dieses Hoverboard ausgeguckt. Ich weiß, es ist super teuer, bevor du irgendwas sagst. Ein Bruder würde einem Bruder es zumindest einmal kurz zeigen. Und wenn du korrekt bist, ich darf kurz einmal um den Block fahren. Weißt du, am Ende des Tages bist du trotzdem mein Bruder. Oh, wie süß. Wow, guck mal, wie das aussieht. Tschüss. Du darfst hier damit rumfahren. Nur Boah, hier. Du bist der beste Bruder der Welt. Dankeschön. Ja. Guck mal, Leute, ich habe ein neues Hoverboard. Ey, das ist so geil. Ich fahre hier ein bisschen rum. Oh, oh. Das war ich nicht. Hallo, das war schon vorher kaputt. Digga. Ich war das nicht. Ach, vorsichtig. So, jetzt denken wir hier ein bisschen nach vorne. Hui, wie cool. Oh, Entschuldigung, Bruder. Hey. Was passiert hier? Ich kann dich anhalten. Oh mein Gott. Es geht sogar der Boost an. Spaß, Leute, das ist alles geplant gewesen. Ich wollte ihm dieses Fahrzeug klauen. Denn wenn sein Chef das Ganze mitbekommt, der wird hochkant rausfliegen. Ich meine, dieses Teil ist so viel wert. Wenn der dadurch nicht rausfliegt, dann weiß ich auch nicht mehr. Oh Gott, ich werde angerufen. Ja, hallo? Ja, Bruder, ich kann es nicht anhalten. Das ist so Bro, krass. Du hast das Fenster kaputt gemacht. Heiß mal auf das Fenster. Bring das Hoverboard sofort zurück. Ja, ich bring's zurück, aber ich kann es nicht anhalten. Ich mach gerade Tricks. Oh mein Gott. Was? Da ist ein Agent, der will, dass ich Profi-Skateboarder werde. Ja, okay. Bruder, es tut mir leid, ich muss jetzt auflegen. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Der will, dass ich einen Vertrag unterschreibe. Ich bin jetzt Profi. Tschüss. War die Aktion ehrenlos? Ja, vielleicht. Ist mir das egal? Ja, auf jeden Fall. Guckt euch das mal an, Freunde. Ich hab's wirklich drauf. Meint ihr, ich könnte dieser Stadt Profi-Hoverboard-Fahrer werden? Ich kann nicht damit mein Geld verdienen. Vielleicht ist das meine Bestimmung. Achtung, hier komm ich. Ich bin der Profi. Ich kann nichts mehr aufhalten. Ups. Hab einen Unfall gebaut. Vielleicht sollten wir dieses Teil auch erstmal wegschaffen. Ich habe hier irgendwo eine Garage angemietet. Ey, warte mal, ich bin so dumm. Stimmt, meine Garage ist ja neben der Polizei. Hallo, Moin. Herr Polizist. Ey, wie unfreundlich. Was will der Typ denn wieder von mir? Ey, passt mal auf, Freunde, der verfolgt mich irgendwie. Nicht, dass das ein 31er ist. Aber wir parken das Teil jetzt hier. Keiner hat gemerkt, dass es geklaut ist. Es ist auf jeden Fall nicht geklaut. Dann würde ich sagen, gehen wir bei Braxis vorbei und ich hole ihn ab. Ich meine, der wird auf jeden Fall gefeuert sein, oder? Das Fahrzeug ist ja jetzt auch weg. Auf geht es. Zurück zu Lambo. So, wo ist der Schlingel? Oh nein, er weint schon wieder. Ey, wie oft weint denn dieser Folge hier? Das ist eines der teuersten Fahrzeuge. Lass mal lauschen, Freunde. Wir müssen näher rangehen. Ich verstehe es nicht ganz richtig. Ihnen noch eine letzte Chance, aber das war's dann auch. Was? Gehen Sie wieder an die Arbeit. Er kriegt eine letzte Chance? Das kann doch nicht wahr sein. Wieso wird er nicht gefeuert? Wir haben alles dreckig gemacht und ein Fahrzeug geklaut. Ey, warte mal. Das ist gar nicht sein Büro gewesen. Das war das Büro vom Chef. Das ist ja ganz schön ekelhaft. Ey, Freunde. Wir müssen aufs Ganze gehen. Wir müssen noch einen Plan oben drauflegen. Ich habe auch schon eine kleine Idee. Und zwar gehen wir jetzt in die Mall rein, werden uns umziehen und uns als reicher Schnösel ausgeben. Oha, hier vorne ist es. Hallo, ihr Alien-Kopf. Ey, warum sind Sie so unfreundlich? Sagen Sie doch mal Hallo.
So, Freunde, wir werden uns jetzt umziehen. Welches Outfit sollen wir uns nehmen? Ich habe so viele Skins. Aber wer könnte der reiche Schlüssel sein? Wir nehmen den hier. Der ist gut. DJ Bobo Farabe hier. Setzen uns diese Kopfbedeckung auf. Und dann wird er einfach denken, ich bin reicher DJ. DJ Yonda ist back on track hier. Auf geht's. Zurück zu Lambo. Hä? Das war doch der komische Typ wieder, oder? Tschüss, Alienkopf, auch wenn du eh nicht Tschüss sagst. Habt ihr das gesehen? Das war schon wieder der komische Typ, der verfolgt uns. Das ist kein Zufall mehr. So, wir gehen jetzt hier rein, verstellen unsere Stimme und dann werden wir ihn so richtig hops nehmen. Erstmal hier. Hallöchen, hallo, Sida. Arbeiten Sie hier oder was? Oder sind Sie ein bisschen geistig zurück? Ja, kommen Sie gerne hierher. Oh, das tut mir leid, ich habe Sie gar nicht gesehen. Wie geht es Ihnen? Ich bin Sir Lancelot von DJ Hausen. Das sieht man ja wohl, oder? Hallo, Herr Lancelot. Sir Lancelot, mein Fehler. Natürlich, du kennst mich doch. Ich habe ein paar DJ-Tapes aufgelegt und so. Hier, Scratch, Scratch, kennst du doch, oder? Nee, ich habe noch kein Pferd gesehen, das so aussieht wie Sie. Sorry. Ganz schön unhöflich. Wo ist der Chef? Kann man Sie rauswerfen lassen? Ich meine das doch nur positiv. Sie sind ein schönes Pferd. Kommen Sie mal kurz ran, ich muss mit Ihnen reden. Ja, bitte, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Dieser Typ verfolgt mich schon seit einer Dreiviertelstunde da hinten. Können Sie den entfernen? Natürlich. Das ist ein Fanboy oder so. Mach dich vom Marker hier, bevor ich mich verliere. Perfekt, der verjagt ihn. Ey, Freunde, wir müssen so aufpassen. Wer ist der Typ, ein Geheimagent? Arbeitet der irgendwie für das FBI oder so? Wir müssen das auf jeden Fall herausfinden, aber nicht in dieser Folge. Hoffentlich kommt der nicht mehr wieder. Der darf auf jeden Fall nicht bei der Polizei Bescheid sagen. Warten Sie kurz. Ich mache noch kurz einen Insta-Feed. So, ja, ich bin jetzt wieder für Sie da. Ich möchte ein Auto kaufen. Natürlich. Ja. Das glaube ich Ihnen. Habe ich auch schon das Richtige. Ja, ich habe was ausgeguckt. Sie brauchen gar nicht weiter reden. Quasi mich nicht voll. Ich möchte diesen Batman-Wagen hier testen. Den Batman? Ja, natürlich, den Batman-Wagen. Was denn sonst? Wissen Sie, dass das ein Batman-Wagen ist? Woher weiß ich das? Ich war vor 3 Wochen schon mal hier, Sie Dummerchen. Ich habe mit Ihrem Chef geredet. Ja, verstehe. Klar, natürlich. Geil. Das kriegen wir sehr gerne hin. Ich hole einmal die Schlüssel aus dem Auto. Ey, so. Der glaubt das, Leute. Der glaubt und das. Und dann würde ich sagen... Ich bin DJ Yonda. Dann würde ich sagen, können Sie gerne vorne sitzen. Ich fahre aber, oder? Neben ja, sehr gut. Ich fahre das Ding. So. Wie Sie sehen, innen drin die beste Ausstattung. Das Radio ist auch direkt gefällt an. Mir. So, jetzt geben wir Gas. Entschuldigung, ich bin halt nicht der beste Fahrer. Ist ja wohl ganz klar. Auf die Rechnung, ne? Damit Zeit denn hier vorne ab? Gut. Hä? Ich erzähle Ihnen mal was über das Auto. Ja, das ist hier, eine gute Idee. Legen Sie mal los. Das Auto fährt 400 Kilometer die Stunde. Das heißt, wenn Sie auf die Pedale drücken, ziehen Sie richtig durch. Ja, das mache ich jetzt mal. Mit und dem Vollgas. Knopf hier vorne haben Sie einen Booster. Ich weiß nicht, ob Sie den einmal verwenden wollen oder eher nicht. Hä, da ist kein Booster. Was erzählen Sie für einen Schwachsinn? Der fährt auch nur 80. Ach, der Booster wurde vielleicht ausgebaut, zu Sicherheitsgründen. Den bauen wir natürlich ein, wenn Sie das Auto kaufen möchten. Kann es sein, dass Sie ein kleiner Verarscher sind? Ich meine, nichts, was Sie sagen, stimmt einfach. Das wird den Preis ganz schön drücken, ne? Dann machen wir das so. Das bezahle ich hier nicht. Dann machen wir das so. Das, was Sie gerade kaputt gemacht haben, das sehe ich mal weg von. Machen wir Hälfte, ja? Hey Leute, was erzählt der da für ein Quatsch? Guck mal, der hat gesagt, der wird 400 fahren. Der fährt nur 80 und der hat nicht mal einen Boost. Von wegen, der wurde von Batman gefahren. Der hat mich reingelegt. Locker, Batman weiß gar nichts davon. Und den hat Batman berührt, oder was? Dieses Fahrzeug hat Batman tatsächlich berührt, als er... sag mal, haben Sie überhaupt... hallo, ich kann nichts dafür, der ist aus dem Nichts aufgetaucht. Ihr Batman-Mobil ist nicht so krass, ja, den hat Batman tatsächlich berührt, als er im Kampf gegen Godzilla gekämpft hat. Gegen Godzilla, ach, wie krass, das ist eine krasse Geschichte. Ja gut, ich würde aber vorschlagen, wir fahren jetzt zum Strand und machen mal ein Selfie-Pick mit dem Ganzen, ja? Weil wenn man reich ist, muss man halt auch seinen Follower mal was zeigen. Ist ja wohl ganz klar, ne? Aber das wissen Sie ja nicht, weil Sie ja arm sind. Aber wir müssen auch da eine Verhandlung machen. Wie wollen wir das denn machen? Ja, das machen wir gleich. Ich würde sagen, Sie zeigen einmal kurz mit aus und Sie fotografieren. Das ist doch eine gute Idee, oder nicht? Ja. Wir nehmen am besten diese Location hier und Sie gehen mal ganz darunter, damit ich mit dem Auto auch drauf bin. Ach so, okay. Ist ja wohl klar. Können Sie bitte ein Foto machen für meine Insta-Follower? Ja. Mache ich sofort. Ich suche mein Handy kurz raus. Ja. Sie sind wirklich sehr schlecht vorbereitet. Ja. 2, 1. Tschüss. Sehr gut. Dann können Sie doch ein bisschen weiter zurückgehen. Ja. Ich muss auch komplett drauf sein. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Es war Sie klauen das Auto. Ich bin's, Bro. Tschüss. Ey! Das war ja viel Zeit. Nehmen Sie mich mit. Fahren Sie mit daher. Nehmen Leute, Sie mich mit. Richtig fahren verarscht. Sie It's a break, hinterher, Bro. Schnell. Warte mal. Folgt er mich? Ach, der wird eh keine Chance haben. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das ein Batmobile-Auto hier ist oder von Batman berührt wurde. Aber der wird trotzdem viel wert sein. Die können wir locker richtig gut verticken. Halt an! Wow, wo kommt der denn her? Das ist nicht sein Ernst, oder verfolgt er mich gerade? Ey, shit! Wo hat er denn jemanden gefunden, der auch ein Lambo dabei hat? Egal, er kann mich nicht aufhalten. Wir machen jetzt eine Doppel-Links-Action, wartet ab. Und scharf links rein hier. Wow, oh, aus dem Weg hier. Was, Mann, Polizei? Oh Gott. Warum haben die denn Wind davon bekommen? Wir müssen jetzt von der Polizei und dem Lambo abhauen.
Wir machen jetzt Trick 34, wartet ab und hoch mit uns. Aber beim Jobcenter vorbei. Guten Morgen, ich will nicht für Sie arbeiten. Jetzt verstecken wir uns hier. Ich glaube, die haben wir abgehängt, kann das sein? Wow, das war richtig knapp. Oh, oh, da ist die Polizei. Wow, wie knapp ist das bitte? Erwischt uns nicht, komm schon. Fahren weg, oder? Wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben es geschafft. Und hier wirklich gut abgehauen. Ich würde sagen, wir bringen jetzt den Lambo weg. Und dann werde ich Braxis aber jetzt wirklich abholen. Der Typ ist gefeuert, denn er hat ein Lambo vergessen. Ey, wieso ist meine Garage offen? Ey, da klaut einer mein Hoverboard. Polizei, Polizei, Hilfe. Er hat mein Hoverboard geklaut. So ein Dieb. Ey, ich glaube das nicht. Der Dieb wird von einem anderen Dieb beklaut. Ja, gut. Immerhin sind die Cops jetzt beschäftigt. Wir stellen den jetzt auf jeden Fall hier ab. Ja, gut. Immerhin wisst ihr jetzt, was das für eine komische Stadt hier ist. Ich sag euch, die ist ziemlich zwielichtig. So, zu jetzt hier. Macht keinen Ärger. Ihr stellt was ab und 2 Sekunden später ist es einfach weg. Auf geht's wieder zum Lamborghini-Handel. Oh, er erklärt schon alles. Freunde, ich habe mich gerade umgezogen, damit er nicht weiß, dass ich das bin. Auf jeden Fall hat er dann links, rechts... Er erzählt mir schon irgendwas. Dann wollte das Auto kaufen und ist einfach weggefahren. Aha, so war das. Das ist das zweite Fahrzeug, was sie heute schon verlieren. Wie rastet aus? Jetzt wirst du gefeuert. Was? Ja, Chef Hamilton, hören Sie mir doch mal zu. Er war so... Bam, bam, was ist das denn hier? Und dann war er... Hä? Weg. Das nehme ich mal an mich. Das ist jetzt meins. Und jetzt? Was passiert jetzt? Eine letzte Chance. Mehr nicht. Was? Doch eine Chance? Ist doch nicht dein Ernst. Ich danke Ihnen wirklich. Ich werde nichts falsch machen. Ey, Freunde, habt ihr das gehört? Der wird schon wieder nicht gefeuert. Der feiert das Ganze sogar noch. Na dann, Bro. Du willst es also nicht anders. Dann muss ich den Iron Man Lamborghini klauen. Egal, und ich mache meine eigene Taschen auch da voll. Ich werde einfach dieses Auto jetzt hier eintauschen. Hallo, kommen Sie mal raus. Wir was tauschen. Wir tauschen doch auch Autos, oder? Hallo, Sie da. Ich darf meinen was machen Job Sie denn da? Ich bin der hallo Beste. Hier. Ich darf, ey, was willst du? Ein Auto eintauschen, Daniel. Fährst du da mit dem Schmutz hier rein? Das ist kein Schmutz. Dieses Auto hat der König Midas gefahren. Eben noch. Er will ihn tauschen. Midas, weg mit dir, Alter. Weg damit. Hey, nein, Mann. Was machen Sie denn? Der muss getauscht werden. Willst du ein Auto kaufen oder nicht? Ja, den will ich kaufen. Iron Man, shit, das klappt nicht, Freunde. Ja, das war eh nur Spaß. Ich will eigentlich den Labo kaufen. Iron Man. Das ist King Iron Man. Können Sie dem jetzt mal zeigen hier? Kommen Sie mal mit. Den roten hier, der soll angucken, sein für ja, mich. Ja, Sie können ihn angucken. Wieso angucken? Ich will den nicht angucken, ich will den kaufen. Können Sie gerne angucken, aber Sie dürfen ihn nicht anfassen. Wieso? Ich will den Test fahren. Ach, heute ist echt vieles passiert. Ich habe fast meinen Job verloren, ne? Aber gucken Sie meine Augen rein. Ich bin ein ehrlicher Bürger. Sie können neben mir fahren, aber Sie fahren leider nicht. Es geht leider nicht. Boah, das wird schwierig werden, Freunde. Ja, da machen wir das mal. Scheiße, okay. Dann müssen wir Plan B eben machen. Also Sie möchten einmal Probefahrt machen mit dem Lambo hier, ne? Ja, ja, richtig, genau. Ich mal kurz die Schlüssel. Oh, Freunde, ich muss mir irgendwas ausdenken. Das wird schwieriger als gedacht. Ich habe gedacht, ich könnte das mit diesem Auto da machen. Aber das wird leider nichts. Wir müssen den irgendwie auf der Fahrt loswerden. So. Ist das dein Chef da hinten? Ja, ja, okay, wir können darf losfahren. Ich fragen, was Sie beruflich machen? Genau. Ey, wir sind ja die Gänge in Gelb, sehe ich gerade. Das ist ja witzig. Ey, was machen Sie denn hier? Chef, was tun Sie da? Ey! Chef von allem ja, hier. Er macht alles kaputt. Was macht er denn da? Das gehört so. So. Was machen Sie denn beruflich? Ich bin nicht arbeitsloser. Ich bin Polizist natürlich, ganz klar. Polizist? Ja, dann ist doch ja, das genau. Auto wie für Sie gemacht. Spüren Sie das? Natürlich. Nein, ich spüre gar nichts. Nein? Der ist langsam wie die Nacht. Okay, dann halten Sie sich fest jetzt. Oh, das ist der Sportmodus. Was geht hier ab? Oh mein Gott. Richtig. Tschüss, der ist ja richtig schnell. Der brummt ja richtig. Also, der wäre für Sie hier... Oh mein Gott, Lidl. Die Lidl. Oh mein Gott, ich muss hier was einkaufen. Wie, Sie können jetzt nicht einfach hier die Testfahrt beenden? Ja, Sie müssen ganz kurz hier aufpassen. Ja, ich bin gleich wieder da. Ist der doof? Ist das sein Ernst? Er geht im Lidl einkaufen? Und er hat den Motor angelassen. Ey, was mache ich gerade? Bin ich doof? Das ist doch meine Chance. Ja gut, ne? Das war ja einfach. Oh Gott, der kommt wieder. Ey, nein, nicht schon wieder. Ja, kommen Sie doch rein. Tschüss. Oh machen mein Sie's Gott, gut. Nein, ich werd gefeuert. Komm zurück. Let's go. Ey, Bruder, ich halt bin's an. Wieder. Haha, das ist mein Lambo jetzt. Ist das dein Ernst? Ich werde gefeuert, Mann. Steig auf. Hoffentlich wirst du jetzt endlich gefeuert. Was willst du dagegen machen? Ja, ich bring doch Geld nach Hause. Ja, ist mir doch egal. Da wirst du halt gefeuert. Das ist jetzt mein Auto. Ich ruf die Polizei an, ist mir egal. Du wirst sie eh nicht anrufen. Nein, Bruder, wirst du nicht verpetzen. Doch. Ja, hallo. Ja, ich hätte hier gerne mal einmal... ich arbeite bei Lamborghini für Herrn Mr. Schweinebox.
Und ist das Schweinebug? Hier hat mein Bruder mein Auto geklaut. Ey, der ruft jetzt nicht wirklich schnell, die Polizei an, schnell, oder? In der zweiten Brücke. Ey, Leute, zieht der jetzt wirklich durch? Genau. Der ist roter Lambo. 31er. Ach, du machst auf Haxen. Du hast da niemanden sind die schon geholt. Der da vorne. Ey, du hast doch nicht wirklich die Polizei gerufen, du 31er. Aus dem Weg. Ah. Oh mein Gott. Du hast wirklich die Polizei gerufen. Ich muss hier weg. Ich gehe nicht in den Knast. Ihr seht mich nie wieder. Auch wenn ich erst einmal da drin gewesen bin. Ey, ich will nicht wieder in diesen Midas-Knast. Da gehe ich nie wieder rein. Das einzige Gute ist, wir haben jetzt das Iron-Man-Auto, den Fake-Batman-Wagen und ein Hoverboard zusammen. Der ist wirklich sehr, sehr schnell hier. Das muss man ihm wirklich lassen. Ich glaube wirklich, dass er von Iron Man ist. Ey, mach mal Platz hier, ich bin Iron Man. Das Krasse an dem Auto ist nämlich, der hat wirklich unendlich Boost. Und das Benzin wird gar nicht verbraucht, der ist nämlich Elektro. Also relativ easy. Ich würde sagen, den bringen wir jetzt erstmal die Garage rein, bevor noch irgendwelche Kratzer drankommen. Oh mein Gott, ich bin so schnell. Ey, ich bin so schnell unterwegs. Guckt euch das an. Unendliche Power. Oh, wer ruft mich jetzt hier an? Wer ist denn da? Ja, Bruder. Hier bei Wannabe Lamborghinis Haus. Danke, ne? Ich wurde gefeuert, Mann. Wirklich. Weißt du, ich hab dir nichts getan. Als ob, wirklich? Und du, ja, nee. Ich finde, ich will, lass mich in Ruhe, hau rein. Dann chillen wir morgen wieder zusammen, oder? Boah, der hat schon aufgelegt. Oh mein Gott, der ist wirklich richtig sauer. Freunde, wir haben es geschafft. Brexit ist offiziell von Lamborghini gefeuert worden. Wuhu! Das war ein erfolgreicher Tag und wir haben noch 2 Lamborghinis bekommen. Ja gut, Freunde, das soll es zum Video gewesen sein. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder von Fortnite Roleplay.